Weil mir vor ein paar Jahren Zähne ausgefallen sind, so wie dieser, wurde mein Gaumen in der Mitte durchgeschnitten und komplett aufgespalten. Und dann musste ich täglich meinen Kiefer erweitern, bis ich eine riesen fette Zahnlücke hatte. Das musste gemacht werden, weil als Kind mein Kiefer zu klein und schief zusammengewachsen ist. Danach sah ich wochenlang aus wie ein Schwellkörper und durfte 3 Monate lang keine feste Nahrung essen. Seitdem renne ich seit 2,5 Jahren alle 3 bis 4 Wochen zum Kieferorthopäden. Das muss gemacht werden, damit die durch die erste Operation entstandenen Lücken damit geschlossen werden können. Und heute war endlich die Bestandsaufnahme für die große Bimax-Operation. Dafür haben wir erstmal ein Fotoshooting gemacht. Sehr gut. Ein bisschen öffnen. Wieder zu. Bis weiter öffnen, wenn es geht. Danach wurden mir die Mandeln massiert. Das ist ein Lasermoped, womit man 3D-Abdruck der Zähne macht. War auch tiefenentspannt. Dann wurde ich allein gelassen und habe mich mal mit meinem Stümpergebiss auseinandergesetzt. Oh mein Gott. Dadurch, dass ich einmal im Monat hier bin, habe ich totale Ahnung von dem ganzen Kram und weiß immer, was das ist. Das hier ist sowas wie so ein Laserpointer, damit kann man die anvisieren. Das ist zum Fahrradreifen aufpumpen und das ist fürs Personal. Da ist Wodka drin. Ja, jedenfalls hat mein Arzt den Druck auf meine Zähne nochmal erhöht. Wissen Sie ja, was wir